Guck. Da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jackzock Risen 3. Titanlords. Mit dem Roboter, der gerade hier den Goblins hier Sachen klaut. So, mit dem hier sind wir fertig. Was wohl wird sein, Melis Auriculti? Das weiß ich nicht. Das will ich auch gar nicht wissen. So. Patty! Wo ist Patty, mein Schatz? Ach nee, das ist ja nicht mein Schatz, das ist ja meine Schwester. Ach, was vergesse ich immer wieder? Du weißt Goldklee. Ja. Ja. Hm? Nee, warte, Patty. Wo ist das Weib schon wieder? Patty! Ach, die war ja unten irgendwo. So, wir machen jetzt erstmal das hier und dann. Namek! Er hat einen Brief dabei. Ich sollte ihn mir mal genauer anschauen. Vielleicht steht etwas Brauchbares drin. Auftrag erhalten. Ja, wo ist das Zeug? Bei Plunder? Das ist jedes Mal dasselbe. Jedes Mal such mal diesen Mist. So, Expedition. Piratenkollekt. Auftrag hier. Erstens, die Besorgung von kostbaren Dingi. Dieser Punkt ist der wichtigste. Namek nicht vergessen darf. Natürlich, Klauen ist natürlich immer das Wichtigste. Dingi befinden sich im Baumfresserlager in der Nähe. Ganz wichtig, Khan gesagt, Namek darf sich nicht erwischen lassen. Wenn Namek sich erwischen lässt, dann Gnome im Dorf sterben, Khan gesagt. Nicht sterben, drittens. Dingi zurück zu Khan bringen. Plan. Direkt im Koboldlager rennen. Blöde Idee. Aber besten Namek geht rechts oder links um das Lager herum auf die spitzen Felsen. Von dort aus kann ich unbemerkt nach unten kommen. Vielleicht findet Namek sogar eine Liane, an der er unbemerkt herunter und wieder rauf kann. Jawohl, Namek tot. So. Das ist erstmal Patty. Ach nee, warte. Wo ist die Alte? Die müsste hier vorne rumstehen, genau. So. Was sagen wir dem dann noch? Na, hüpf mal hier, komm. Bin wieder da. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Hier drüben war noch eins. Wir machen mal das da. Weibliche Reize. Ja, ist zugegeben. Stellenweise hat sie schon mal weibliche Reize, ist ja klar. Aber. Kobold-Invasion. Machen wir nochmal hier. Das war. Hier drüben. Nee, warte. Hier. Hä? Hier waren wir doch gerade. Nee, hier waren wir nicht. Sag mal, bin ich bescheuert. Wo waren wir denn gerade? Kommen wir irgendwo hin, wo Patty uns nicht hängen lässt? Wir gehen mal hier gerade, hier drum, rechts. Dass wir das verdammte Weib da nicht wieder suchen müssen. Ja, du sollst hier keine Purzelbäume schlagen, du sollst hier einfach musst bloß die Pflanzen hier einsammeln. Du wirst der andere jetzt. Dem wir das hier sagen können. Namuk. Nee, was ist das denn? Akila. Mit denen reden wir dann auch nochmal. Ach, hier oben ist er ja. Da können wir gleich mit dem quaken. Hier. Molto blemo. Tief Saki Dingi. Nix Atto. Du bist doch ein anderer. Atme tief durch und erklär's mir noch einmal ganz langsam. Was? Langsam. Du sollst mir langsam erklären, was los ist. Oh, kapisch. Malik hat seinen Hammer verlegt. Dabei muss Malik große Palisade sichern. Wenn Malik nichts hämmern, Kobolde können angreifen. Wo hast du deinen Hammer das letzte Mal gesehen? Vielleicht, nein, oder doch? Ja? Ja, genau. Malik ihn gesehen, als er hat gehämmert. Und wo hast du gehämmert? Palisade, wo sonst?
eine große Hilfe bist du nicht gerade. Wie steht es um die Palisade? Nix viel schaffe in letzter Zeit. Brauche dringend Hilfe, aber meiste Gno zu beschäftigt. Und Peewee nix große Hilfe. Peewee? Du meinst deinen Lehrling? Jip, jip. Als Malik ist aufgewacht, nix Peewee mehr an Palisade. Muss noch lernen viel, weil nix können. Armer Dovi. Hoffentlich er kommt bald wieder. Armer Dovi. Hast du eine Vermutung, wo dein Peewee sein könnte? Normalerweise Dovi immer in Gnodorf. Aber manchmal läuft er nach Norden auf Grane Cliffo. Oberhalb von Marobordo. Marobordo? Homies sagen Strand dazu. Nach Norden gehen und ein Felsplateau oberhalb des Strandes finden. Verstehe. Jo, ja. Ich kümmere mich um dein Lehrlingsproblem. Wir nehmen jetzt alles an hier. Tantan, Homie. Du große Hilfe für Volk von Gnu. Jo. Wenn Dovi wieder zurück im Dorf, Homie bekommt dickes Belohnung. Hoffe ich doch. Ja. Kann ich etwas von dir lernen? Jip, jip. Ja, Klingentänzer. Dolche lernen. Nee, komm. So, wie viel haben wir jetzt hier eingesammelt? 2525. Okay. So, kommen wir hier zu dem hier hinten. Aber dort war ich doch. Gehst du alleine hin? Ja, ja, da komm, leck mich doch am Arsch. Dort war ich doch gerade, oder war? Hä? Ja, hä? Das ist doch das. Nee, das ist ein anderes. Okay. Wir haben ja genug von den Dingern. Ja. Können wir dich ausräumen? Nö. Hey, Koko. Leicht verdientes Geld. Ich liebe sie. Ich liebe diese Knarre. Ja. Wo sollen wir jetzt hin? Ach, hier unten hin. So. Du musst doch aber auch wieder in Gnomen stehen. Ah. Ah, einer noch. Schieß! Du sollst schießen, du blöder Idiot. Mann, 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 Mann. So, wie viel haben wir jetzt? Ja, das lohnt sich doch. So. Eine Muschel. Was? Ach, da oben will sich... Oh, warte, warte. Ups. Da oben. Was? Ja. Ach, den können wir auf einmal aufnehmen. Ausnehmen. Jo. Hier muss doch auch wieder einer rumstehen. Da. Was? Daneben. Ja, daneben, genau. Jo. Jo, Kollege. Du stehst aber ziemlich nah hier unten dran. Kaka, ein Homie. Du besser verschwinden von hier, Homie. Hier ist es nicht sicher. Du uns alle bringen in große Gefahr. Ja, 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 ja. Ich kann auf mich aufpassen. Famir weiß das. Homies gut in Töten von Dingi. Genau das sein Problem. Ich nicht darf bemerkt werden. Homies immer laut und groß. Homies immer schnell zu bemerken sind. Wir nehmen natürlich dann gleich wieder das Äffchen. Ja. Warum so ängstlich? Ich bin Gno. Ach, stimmt ja. Habe ich vergessen.
Gno nur leben, weil vorsichtig und nicht immer Attacker, wenn sehen Bolde. Omis unvorsichtig und immer auf Klopper aus. Da ist was dran. Ist mir auch klar, warum die hier die deutsche Übersetzung genommen haben. Kobolde statt Goblins. Die hätten auch sagen können, die Gobos, wie es jeder gesagt hat bei Gothic. Oder was hätten sie sonst sagen sollen? Blinz? Gobos oder Blinze? Deswegen Bolde, Kobolde, ja, okay. Wieso willst du nicht entdeckt werden? Kahn gesagt, ich frag doch nicht so dämlich. Wenn Kobolde mich sehen, dann Gno im Dorf sterben. Soll ich dir helfen? Nein. Omi würde das machen. Ich habe den Auftrag, ein wichtiges Dingi von uns Gno zurückzuholen. Die Geschichte hört zum 10. Mal. Können du leise und vorsichtig sein? Immer daran denken, wenn du wirst erwischt, dann werden Gno im Dorf sterben. Machst du mich mal was? Ja, warte, komm. Ich werde das Ding unbemerkt da rausholen. Okay, dieser Gno dir vertrauen, Homie. Du nicht töten, Kobolde oder Schamanengeist. Gehen leise rein, klauen Dingi und kommen leise wieder raus. Verstanden. Ich habe einen Lakaien dafür. Ist mir egal, wie ich da reinkommen soll. So, erstmal nehmen wir hier die Schädelblüte mit. Die früher mal Heldenkrone hieß. So. Guck mal, ich habe da nämlich hier einen äußerst zuverlässigen Mitarbeiter an der Hand. So, guck. Nee, Lucky. Ja, Lucky. So. Hallo. So, wo ist das Ding? Hier hinten, oder? Erstmal gucken, hier ist sogar ein Bettchen. Lagerfeuer. Ja. Gnomenzepter. Dankeschön. So. Hätten wir. Und tschüss. Du gehst nicht durch. So. Echt nicht schlecht, sind Elfchen. So. Haben wir noch was hier? Na? So. Aber. Ja, also sieht schon nicht schlecht aus, die Goblins hier. So, da ist eine Höhle. So, warte. So. Oh, hopp. Ja, lass meinen Affen in Ruhe. So, speichern. So, mein Freund. Ja. Ich hab das Ding gefunden. War mir glücklich. Gut, dass ich nicht selber machen musste. Jo. Ich würde jetzt bestimmt auf dem Boden liegen und dem großen Vogel Hallo sagen. Mhm. Am besten, du bringen Dingi zurück zu Kahn in Gnodorf. Nix mehr zu tun hier. Danke. Doppelläufige. Jo, was macht der Doppelläufige? Mach die mehr als meine linke Hand. Ach, na. Ich drück immer, mach immer Doppelklick. Doppelläufige, nein, langläufige macht mehr. Jo, speichern. So. Da würde ich mal sagen. Krallenaffe. Ach so, den hatte ich ja umgehauen. Und du hast ihn umgehauen. Ich. Muss schon sagen, nicht schlecht. So, wir müssen ja wieder Papagei machen, oder? Sollten wir. Ich habe keinen Bock hier rumzuschwimmen. Papagei, wir haben noch 18. Ah! Oh, guck mal hier. Hallo! Hätten wir wirklich hier auch gleich weitergehen können hier. Also, hä? Nö. So, Patty, wo bist du? Oh, die Höhlen machen wir als nächstes. Wir geben jetzt erstmal, wir machen das alles hübsch der Reihenfolge nach hier. Wo ist das Vibe? Ja. So, mitkommen. Bin wieder da. Ja.
Hervorragend. So. Wo ist der Kerl? Golmu? Quaken wir uns ja noch richtig durch das Dorf. Keine Angst. So, Geht doch. Ja. Wo ist der Kerl jetzt? Kahn. Jo. Ja, ja. Ja. Speichern. Guck mal, was ich habe. Wegen der Aurikulkis. Ach komm. Was ist mit diesem Ding? Das, mein Freund, ist Weltenseher, das Glas der Gläser. Mit ihm war es dem Schamanen Nodi möglich, ferne Länder aus der Nähe zu betrachten. So wusste er stets, was die Zukunft ihm bringen mochte. Kommt dir das bekannt vor? Oh ja, das ist das Aurikulki von Vesi. Viele Visionen füllten seinen Kopf, als er aus diesem Gefäß trank. Und der Morgen danach war von stetiger Übelkeit erfüllt. Soffene Gnome, ja, auch nicht schlecht. Was hältst du hiervon? Dieses Zepter ist das Aurikulki von Osi. Mit ihm konnte er die Mächte des Himmels und der Erde heraufbeschwören. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Kobolde seine wahre Macht erkannt hätten. Ja. Meinungsverstärker. Ja. Diese Pistole gehörte einst dem altehrwürdigen Sudi. Sie ist ein Zeichen von Macht und Durchsetzungskraft. Gott gemacht, Homie. Ja. Du hast nun alle Aurikulkis gefunden. Jupp. Ich werde sie reinigen und bald wieder an ihren angedachten Ort bringen. Nimm dies als Dank für deinen großen Dienst. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, bitte ich dich, Ulvi aufzusuchen. Er wollte dich sprechen. Hier. Woher kamen die Kobolde? Aus Mutana. Ihr Ursprung ist mir unbekannt. Aber auf unsere Insel kamen sie mit großen Flößen. Doch ich frage mich, wer sie dazu überredet hat, die Gefahren des Meeres auf sich zu nehmen. Irgendetwas oder irgendjemand muss sie antreiben. Wo ist das Hauptlager der Kobolde? Unsere Widersacher haben sich tief in den Fels gegraben. Begib dich auf die Südseite der Insel. Dort solltest du vom Strand aus einen Zugang zu ihrem Bau finden. Doch sei vorsichtig. Die Kobolde mögen zwar klein wie wir Gnome sein, aber sie sind umso zahlreicher. Sollen wir nicht weiter stürmen? Wer auch immer die Kobolde anführt, ich finde ihn. Und wenn du ihn gefunden hast, was wirst du dann tun? Verhandeln ist wohl nicht. Leider nein, auch wenn ich es mir wünschen würde. Dann begrabe ich ihn. Pass auf dich auf, Homie. Von deinem Leben hängt das Schicksal aller Völker ab. Jo. Jo. Wir klauen können wir den natürlich nicht. Wo ist dieser Ulvi jetzt wieder? Warte. Wir müssen hier lang, oder? Koboldkönig. Ein vergesslicher Gnomen. Achso. Entlaufen. Drohung im Norden. Koboldspeer. Wo ist der Kerl? Ach so. Nee, weißt du was? Warte, wo ist das Ding jetzt hier? Mal nach rechts. Nein. Was war hier? Spitzhacke. Okay, hier ging es anscheinend nicht rein. Da kommen wir ja höher. Das ist Werner. Klar. Sumpfgolem. Ja.
Sollten wir eigentlich hinkriegen. Ja, leg dir mal schön ab, das ist hervorragend. Jawohl, Betty, steh auf. Mein Kopf. Wird jetzt nicht gepennt. Wir holen uns jetzt hier hoch hier. Ja. Und hopp. Und hopp. So. Hä? Wolltest du mich rollen? Ja, vor den Sumpfgolem habe ich damals auch einen Schwanz eingezogen. Das war mir damals noch zu schwer. Wie gesagt, ich bin ja ungelevelt hier eigentlich hingegangen damals. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Warte, warte. Kriege ich ja Jade raus? Jade brauche ich natürlich. Geh mal hoch hier. Jadebrocken, natürlich. Ja, klar. Dürfen wir auf keinen Fall zurücklassen. 8-mal Jadesteine halten. Klar, her damit. Was? Bei dem Speichern war nicht. Was, jetzt noch einer? Na, oh, komm schon. Patty, wo bist du? Ich brauche Ablenkung, wo bist du? Da. Ey! Beweg dich doch mal, du blöder Sack, du! Jetzt geht das schon wieder los mit dir. Guck mal, dieses Hängebleibe überall. Jawohl. Daneben. Ja, dann Patty, mach doch mal was. Die Mannschaft ist schon ziemlich speziell. Was meinst du wieder? Damit? Wir sollten nur die besten Männer rekrutieren, jetzt, wo die Hölle über uns hereinbricht. Wer sagt denn, dass es nicht schon so ist? Oh Mann. Das gibt ein hartes Stück Arbeit. Wie immer. Ja, hast du denn endlich mal genug? Jo, wo wollte ich jetzt lang? Ich gehe natürlich wieder in die falsche Richtung, klar. Teleporterstein, hervorragend. Den haben wir eingesetzt. Ja, genau. Okay. Ich habe keinen Grog mehr. Ja, der Bones hätte uns natürlich geheilt. So. Wir müssen da oben rein. Das Problem ist, ich glaube mich erinnern zu können, dass das schwierig war. So. Aber wir sollten von Norden, warte mal. Ach, stimmt, von hier aus. Hier oben, wie gesagt, das ist... Das hatte ich wirklich damals, hatte ich das wirklich probiert, wie so ein Wahnsinniger. Ich hatte das nicht geschafft. Ist ja so auch nicht vorgesehen, man soll ja... Ja. Da kommt man beim besten Willen nicht hin. Man könnte allerdings, wenn der jetzt mal hier raussteigen würde...
Ich könnte höchstens versuchen, wenn der mal hier hochspringen würde. Als Papagei versuchen, hier hochzukommen. Aber ich glaube, das ging damals auch nicht. Da gehst du alleine hin. So. Oh, klappt doch. Jo, Koboldkönig. Haben wir. Ja, jetzt haben wir Patty natürlich nicht dabei. Verschlossen. Klar, ja, klar. Ja, was haben wir noch hier? Sind wir eigentlich auch Truhen dadurch? Ach so, da können wir wieder irgendwelche Tränke saufen. Da war ja was. Ja, die fallen so schön beim ersten Mal um. Das gefällt mir natürlich. Ja. Diese kleinen Strommatratzen, Strommatten, die hier liegen haben, fetzen. Ja. Goblin tot. Noch ein Goblin tot. Ja. Ja. Was ist das denn? Eine Riesenratte wieder. Saufen hier von hinten so groß aus. Also. Nein. Oh. So ein Scheiß. Jetzt sind wir nämlich hier. Was gibt's noch hier oben? Oder war doch noch ein zweiter Gang? Was ist in dem zweiten Gang drin? Vielleicht auch ein Jadebrocken. Hä? Ah! Hey! Bist du mal wegpfeffert? Was? Ah! Oh! Da kriegst du es ja mit einem Herzinfarkt. Ich meine, wir können auch hier hinten wieder rumgehen, hier, um Patty zu holen. Dort, wo wir hergekommen sind. Jawohl. So, aber. Blutkappe. Hier ist nichts mehr Besonderes mehr. Nö. Hm? Hä? Aber wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Ihr wart doch gerade noch nicht hier. Oh. Ah, hol doch endlich mal die Waffe raus, Bitch! Oh. Ah, komm! Jawohl. Was liegt hier alles noch rum? Pilz. Ja. So, dann gehen wir noch fix zu Patty zurück jetzt. Das war doch hier oben lang, oder? Nein! Hä?
Hä? Nö. Hier lang. Ah, hier sind wir wieder. Genau. Ich glaube, damals hatte ich nicht so viele Papageienflüge, um da hochzukommen. Boah, jetzt dachte ich, was kommt denn hier? Dabei ist das bloß das Äffchen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier runterspringe. Da ist Patty. Ist wie Levitation im ersten Teil. Bin wieder da. Jo. Jo. Der Anführer der Kobolde ist tot. Sie haben also tatsächlich jemanden, der ihnen den Weg gewiesen hat. Ja. Sakumi, wie hat er ausgesehen? Wie ein Kobold, nur dicker. Er scheint ihnen jedenfalls eine gehörige Angst eingejagt zu haben. Andernfalls hätten sie wohl nicht so gewütet. Die Hauptsache ist, er ist platt. Genau. Du meinst tot. Ja, von mir aus auch das. Danke, Homi. Als Kumpo aller Gnome hast du dir einen Teil des großen Gnomenschatzes verdient. Nicht schlecht, danke. Jo, na gut. Dann machen wir aber jetzt Feierabend für heute. Jo. Speichern. Machen wir hier das Ding. So, damit. Hoffe ich, das ganze Ding hat euch gefallen. Vielleicht lasst ihr mir sogar ein Abo da, würde mich freuen. Guckt auch mal in die anderen Projekte rein. Tomb Raider mit Anniversary und natürlich Horizon Zero Dawn und die Streams. So. Mach jede Menge Programm hier. So. Damit, Dankeschön fürs Zusehen und ciao.